Jo Leute, was geht? Eselbeißer hier und das ist nur ein kurzes Video, denn ich bin gerade echt mega sauer. Und zwar hat mir eine kleine Made, eine kleine Missgeburt und einfach nur ein dreckiger Penner folgendes Kommentar geschrieben. Rambo, allein an deinem Musikgeschmack merkt man, was du für ein unterbelichtetes Kind bist. Meiner Annahme nach hast du mindestens 9 Jahre eine Hauptschule besucht. Und das mit dem 12 Jahren Kampfsport glaub ich dir nicht so ganz. Naja, man sollte nicht einen auf intelligent machen, wenn man den IQ nicht mindestens bei ... hat. Alter, erstmal, mein Musikgeschmack ist ganz sicher nicht Rap. Du hast schon mal was davon gehört, dass Musik einiges ausmacht, denn bei einem Flame Terry benutze ich grundsätzlich Rap. Warum? Weil diese Musik sich aggressiv anhört. Und so kommt das Flame Terry einfach noch besser rüber. Ich persönlich höre keinen Rap, aber es ist besser wie diesen Mainstream-Shit, den du in deinen scheiß dreckigen, erhackten fucking Videos benutzt. Dann, ja, ich besuche tatsächlich, wie du schon sagtest, seit 9 Jahren eine Hauptschule. Und heißt das, ich bin jetzt dümmer wie du? Nein, ich scheine sogar intelligenter zu sein wie du. Warum? Weil ich kein kleines Wichskind bin, was unbedingt rumhacken muss, rumheulen muss und in jedem Video seine Freundin erwähnen muss, damit ich auch ja nicht auf die Idee komme, dass ich ein fettes Internet-Nerdkind bin, was Brille trägt, hässlich ist und Pommesarme hat, Mann. Ja, du hast Pommesarme, ich hab es gesehen. Du bist einfach ein Lappen. Und falls du mir nicht glaubst, dass ich seit 12 Jahren Kampfsport mache, guck dir einfach mein letztes Commentary an. Da siehst du meinen Oberkörper. Von diesem Oberkörper kannst du nur träumen, Alter. Ich bin das Doppelte von dir. So ist das nun mal. So ein Lappen wie du hat es nicht verdient, auf der Erde zu sein. Und ganz ehrlich, würdest du nicht 600 Kilometer von mir weg wohnen? Ich würde zu dir hinfahren und dir mal meine 12 Jahre Kampfsport-Erfahrung demonstrieren. Aber leider kann ich das nicht. Ich würde dir deine Zähne nach hinten schlagen. Und jetzt kann ich auch gerne mal meine so asozialen Hauptschüler-Slang rauslassen. Denn es ist einfach so, und da muss mir jeder recht geben, solche Missgeburten wie du haben es einfach verdient, auf die Fresse zu bekommen. So ist das nun mal, nur die Harten kommen in den Garten. Und du hast bis jetzt einfach das Glück gehabt, dass noch niemand herausgefunden hat, wo du wohnst. Und, oder das Glück, dass so halt, wie ich halt, ich ziemlich weit von dir weg wohne. Aber wenn du Eier hast, dann kannst du mir ja vielleicht auch mal sagen, wo du wohnst. Und dann kann ich Leute, die da in der Nähe wohnen, mal sagen, die sollen mal bei dir vorbeikommen. Und wenn du dann noch große Fresse hast, das will ich sehen. Denn wenn so ein 1,90 Typ, 1,90 mal 1,90 vor dir steht, ne? Ich will nicht wissen, wie viel Scheiße und Pisse dir dein rechtes oder linkes Bein runterläuft. Ich will es nicht wissen. Aber die, das hat er übrigens unter das Video, wo ich Schucki disse, geschrieben. Aber so ist das halt. Die Hex-Leute halten zusammen. Hex, hier ist der Name. Programm, so ist das nun mal. Ich schwöre, ihr seid alles so Opfer, Mann. Euch müsste man alle vergasen, verbrennen, zerstückeln, zerschneiden, erhängen, erwürgen, erschießen und erkotzen. Ja, genau, man muss euch auskotzen. Wenn ich nur ein Video von euch sehe, würde ich am liebsten mich erbrechen. Wirklich, das ist so ekelhaft. So ekelhaft. Vor allen Dingen, mit wie vielen Herzen er immer schreibt. Er hat bestimmt 200 Videos, wo einfach nur Herzchen geschrieben sind. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Junge, bist du schwul oder was? Oder I love my clan. Ja, genau, das sind alles nur Typen. Und du schreibst I love my clan. Ey, ich schwöre, du bist einfach so ein Homo. Und deine hässliche Freundin kannst du auch in den Arsch stecken. Mein Gott, wer ist so blöd und macht seiner Freundin einen eigenen YouTube-Channel und Facebook-Account? Damit bloß niemand vergisst, dass du eine hast. Denkst du, ich bin dumm oder was? Ja, du denkst, ich bin dumm, aber ich bin nicht dumm, du... So Leute, an der Stelle habe ich ein bisschen geschnitten, weil ich mich so krass in Ekstase geredet habe, dass ich, ja, mich damit rechtlich in Schwierigkeiten bringen könnte. Aber nur so zur Info, Rambo hat seinen Kommentar gelöscht, weil er Angst hatte, dass... Oh, ich habe gerade ein richtig geiles Kommentar gelesen. Scheiß Russe. Okay, Jora12. Du bist wirklich einer der intelligentesten Menschen, die ich jemals gesehen habe. Du beleidigst ein Land, wo du noch nicht mal weißt, ob ich Russe bin. Das habe ich nämlich nie gesagt, ob ich Russe bin oder nicht. Sagen wir so, ich kann Russisch, das heißt aber noch lange nicht, dass ich Russe bin. Ich wohne in Deutschland, demnach bin ich doch Deutscher, oder? Und, ja, du beleidigst ein Land. Das ist schon mal hochintelligent von dir. Da siehst du mal, Rambo, was du für intellektuelle Abonnenten hast. Weißt du, meine Abonnenten können sich wenigstens vernünftig ausdrücken, aber deine, ja, scheiß Russe, Russe falsch geschrieben, mit einem S, klasse gemacht, wirklich. Also ich bin stolz auf dich. Gehen wir mal auf seinen Channel. Ja. Hat so gut wie jedes Video von dir positiv bewertet. Ein Video. Ja.
Also, der Typ ist auch hochintelligent. Da siehst du mal, was du für total geniale Abonnenten hast. Weißt du was? Oh Gott, Mann. Wenn ich das schon sehe, scheiß Russe, Alter. Was soll denn das? Oder Hurensohn, Alter. Klär das doch mit meiner Mutter, du. Okay. Dann hier, Eselbeißer, du Hurensohn. Ich hau dich um. Ja, klasse. Versuch's doch. Guck dir mein neues Abo verdienen. Endlich mal jemand, der sagt, was er ständig denkt. Ja, so ist es mal. Ihr seid alles Missgeburten, meiner Ansicht nach. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt auch die Kommentare unter dem Alatrix-Video ausgeschalten, weil es mir so auf den Sack ging. Und ja, die Hex-Leute, die müssen halt alle zusammenhalten. Wie schon gesagt, hier ist der Name Programm Hex, ne? Der Rambo, der hackt, ne? Weil er einfach nichts anderes auf die Reihe bekommt. Sogar, der lässt sogar seine Freundin hacken, Alter. Oh mein Gott, vor allen Dingen die Schlampe ist auch noch hässlich wie sonst was. Ganz ehrlich, naja. Entschuldigung, das musste raus. Haut rein.